Guten Morgen, meine Lieben. Irgendwie ist heute wieder alles anders. Ihr seht mich noch am Schuckeln. Die Kleine ist gerade eben erst eingeschlafen im Tragetuch. Wir haben heute total lange geschlafen. Also 1,5 Stunden länger, als wir sonst schlafen. Die Kleine und ich, Bernd und Calvino, waren schon unten. Ich bin aufgewacht und habe mich erschrocken. Und deswegen ist jetzt halt alles anders. Ne? Wir haben jetzt schon keine Ahnung wie spät und ich habe noch nichts vorbereitet. Ich wollte hier eigentlich noch ein Toastbrot backen. Ich habe gestern schnell so ein Graubrot gebacken abends. Und ja, dann wollte ich heute direkt wieder ein Toastbrot backen. Wir haben nämlich keins mehr. Dann habe ich hier, wir waren ja gestern auf dem Markt auch bei uns in der Stadt. Wir waren bei Ernstings und so, habe ich euch erzählt. Und auf dem Markt haben wir 4 von diesen riesen Kartoffeln mitgenommen. Die wollten wir heute zum Mittagessen essen. Allerdings, weil die so dick sind, brauchen die ja erstmal mindestens 1,5 Stunden im Dampfgarer oder so, bevor wir die im Backofen reinschmeißen können, weil sonst wären die ja nie gar. Dementsprechend muss ich die früh anstellen, dass es dann um 13 Uhr zur Mittagspause Mittagessen gibt. Das gibt es heute bei uns mit Spargel, Tiefkühlspargel und Tiefkühlbohnen, denn Calvino mag keinen Spargel. Und Bratwurst, die muss ich jetzt auch noch rausholen, das habe ich noch nicht geschafft. Das mache ich jetzt, dann kann die nämlich auch schon mal auftauen. Wir haben ja immer hier unsere Bratwurst. Die aus dem Metro ist das. Also die gibt es, glaube ich, auch woanders. Aber das ist halt Bratwurst ohne Fleisch. Tada! So. Oh, mit einer Hand die Kamera. Ich lege euch mal eben zur Seite. So, dann, ach so, habe ich hier, gestern haben wir ein Zuschauerpaket ausgepackt. Ach, Moment. Chaos Queen Michaela. So, jetzt ist das. Das. Ja, schön weit nach hinten, damit das Murphy hier nicht hochspringt und sich die klaut. Also, wir haben gestern das Zuschauerpaket bekommen mit diesem wunderschönen Waschlappen. Und ja, den hatte ich schon die ganze Zeit in der Hand. Den wollte ich nämlich in HWR bringen, dass ich den gleich wasche, damit wir den benutzen können. Ist der nicht schön? Da habe ich mich voll drüber gefreut. So. Calvino ist auch zu Hause. Der macht Homeschooling. Und macht Experimente mit einer Kerze. So. Okay, dann setze ich jetzt mal das Brot auf und melde mich gleich wieder. Oh, der Calvino macht gerade Experimente mit Seifenblasen und die werden richtig cool. Wow! Cool! So, man muss halt so, also man muss Seife und Wasser auf die Finger machen, ja. Seife verreiben und dann so, wenn man da eine Seifenblase hat, dann pusten. Oh, Vorführeffekt. Ja, man muss gucken, dass man nicht von Anfang an zu feste pustet, weil sonst platzt die. Okay. Du hast Seife und ein bisschen Spülmittel, ne? Dann darf man auch zumachen, wenn die groß genug ist. Und dann kann man es auch wieder aufmachen. Dann kann man die auch teilen. Und dann hat man auch 2. Cool. Man kann die dann auch wieder platzen lassen. Aber man kann auch nur mit Seife und Wasser. Spülmittel ist jetzt, glaube ich, auch schon runter. Ja. Ich habe jetzt echt schon einiges geschafft. Ich habe das komplette Sofa abgesaugt, habe hier nochmal, also der Staubsaugerroboter, der lief zwar schon, aber ich habe nochmal mit dem normalen Sauger auch nochmal gesaugt, wo ich den ja eh in der Hand hatte beim Sofa absaugen. Und jetzt, ich stelle euch mal eben ab, einen Moment, dann kann ich mich besser wischen. So, mein Mini-Stativ, zack, 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 so, geht so. Muss noch hell werden. Licht. Tada, es werde Licht. Genau, ich habe einiges geschafft. War noch mit Miss Murphy eine kleine Runde spazieren. Und ja, jetzt wische ich noch durch und dann kann ich kochen. Und dann ist auch schon 13 Uhr. Also ich sage euch, gestern waren wir ja bei Ikea und haben so ein paar Sachen, also den halben Tag waren wir unterwegs.
Und das fehlt mir jetzt hier total, die Zeit, die ich gestern Morgen halt unterwegs war. Ne? Sei es im Haushalt oder halt auch mit der Arbeit. Ist jetzt ganz viel liegen geblieben, weil ich ja immer nur zwischendurch arbeiten kann, ne? Und Haushalt machen kann, wenn die Kleine halt schläft oder halt zufrieden ist einfach. Und sie geht natürlich immer vor. Und ja, und dann habe ich auch noch länger geschlafen als sonst. Und somit war alles durcheinander. Ja gut, ich mache mal weiter und bis gleich. Ja, ist doch schön, wenn ihr einfache Schulaufgaben habt. Wir sollen Textbook Page 62 Nummer 1, 2, 3 machen und Textbook Page 63 Nummer 4b. Ja, ist doch super, wenn du damit schnell fertig bist, umso schneller hast du schulfrei. Einmal die Prüfzwiebel. Ja. Nein. Guck mal. Und dann wollte ich Grammatik lernen. Mhm. Aber ja, deswegen habe ich jetzt schon die Vokabel fertig. Und muss nur noch zwei Nummern machen anscheinend. Ja, aber ist doch super. Weil der Grammatiktest ja schon rum ist. Nur weil wir auch eigentlich den Vokabeltest gemacht haben. Aber also anscheinend, ja, ich mache jetzt die Aufgaben, die für heute auch sind und dann. Ja, dann umso früher hast du schulfrei. Also super. Guck mal. So, die Bohnen hatte ich auch im Dampfgarer für eine halbe Stunde, damit die schön weich sind. Ein bisschen Bohnenkraut dran gemacht. Die Bratwurst brutzelt. Und da sind die Kartoffeln nochmal. Und hier ist der Spargel. Super. Gut, wir liegen gut in der Zeit. Da können wir gleich schön essen. Ja, da gibt es gleich Essen. Achso, eine Soße muss ich holen hier für die Bratwurst. Das hole ich mal eben. Für diese, da haben wir doch diese eingekochte braune Soße, haben wir euch gezeigt und erzählt. Die kann ich ja jetzt ganz praktischerweise benutzen. Hier, genau, super. Dann brauche ich keine Fertigsoße machen. Das ist richtig praktisch, wenn man die so hat. Keine Pulversoße, muss nichts kochen. Alles schon fertig. Ja, ich will mal was. Oh, der Etti. Der bellt, ne? Oh, uppala. Ja, der Etti. Erzähl mal was. Oh, hast du schön geschlafen? Ja, das war cool, ne? Im Tragetuch. Ja, jetzt essen wir gleich. Ja, wir essen gleich. Super. Super. Sag mal, heute sind wir nur zu Hause, deswegen habe ich wieder den Body an, der zerstört ist. Den die Mama zerstört hat. Trockner, ne? Der schöne Snoopy ist ganz hinüber. Ja. Aber für zu Hause macht das nichts, ne? Nein. Was denn? Ja? Ja. Zeige ich euch mal die Gläser, die Michaela haben wollte. Murphy, viel Spaß. Murphy, es ist eine Kohletablette, Etti. Dann kannst du aber ganz hart kackern. Tada! Twist-off-Gläser, wo wir unseren Gedöns einkochen wollen. Ja, die Haare schön. Wo sehen die dann aus? 300 Milliliter, eine 312 Milliliter? Was denn? Ach, Etti. Zeige ich jetzt. Bleib aufgeregt. Murphy? Ist der Schrimmel, sagt er. Ich habe gedacht, du wolltest wieder auf den Boden schmeißen. Was redest du? Die Menschen glauben das, wenn du sowas im Video sagst. Ja, so sehen die aus. Wolltest du mal präsentieren? Oh, die sind ja schön. Ja, das ist jetzt Roségold? Das sind die, die ich nehmen würde.
danke Sorry. Für wach machen. Ja, habe ich ja extra gemacht jetzt. Ja, wie immer. Ja, jetzt nochmal gratis. Chili ist Zucker. Gab es umsonst dabei. Ja. 3 Portionen. Ich kenne jemanden. Ja. Und hier sind die. Guckst du mal. Da sind die. Decke. Ich wollte die anderen zeigen. Die andersfarbigen, wo wir einen von bestellt haben. Das sind dafür frisst die Dinger, ne? Sind die runtergefallen? Ja, einer ist für mich runtergefallen. Ach, okay. In ja. Ah ja. Halt mal fest. Gold, Holz. Kannst du mal halten, ja. Dann kann ich das besser präsentieren. Ich würde die nehmen oder die Holz? Die Gold oder Holz? Ja. Schreibt mal in die Kommentare, welche Deckel findet ihr am schönsten? So, nimm mal bitte, ich muss mal die Molla jetzt einbinden. Murphy, was ist denn jetzt los mit dir? Er sagt, er will doch nur mal gucken, was da los ist. Meine Güte. Soll ich die Filmen beim Einbinden? Wenn du das schön findest, wie ich mir meinen fetten Körper einwickle. Zuschauer finden das bestimmt schön. Die Molla, die ist so müde. Ich glaube, ich mache nochmal den Popo sauber, oder? Einmal gucken, ja, da lacht sie, grinse Backe. Der Etty wartet schon sehnsüchtig und sagt, geht jetzt wieder mit mir. Ja, mit Taita? Taita? Hier? Ja. Hier? Okay, tschüss. Habe ich das Brot rausgeholt. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das auf Instagram gezeigt oder hier, dass das Brot feststeckte in dem Kasten und jetzt ist es endlich raus, weil ich hatte die Morla im Tragetuch und konnte das nicht so feste rütteln, wie ich musste, um das rauszuholen, weil sie halt im Tragetuch jetzt 4 Stunden geschlafen hat. Übrigens 4 Stunden, oh mein Gott. Ich habe hier alles gemacht. Ich habe den ganzen Haushalt gemacht, ich habe oben gesaugt, ich war mit dem Smurfy 2-mal spazieren, ausgiebig. Ich konnte alles machen, ich habe sogar gechillt auf dem Sofa, alles erledigt, weil die so gut geschlafen hat. Ne? Ja, erzähl mal. Sag mal, jetzt bin ich fit. Jetzt bin ich ausgeschlafen und sabber ein bisschen. Ja? Und ich sabber ein bisschen und erzähl jetzt was. Ne? Jetzt machen wir Abendbrot und dann gibt es gleich Essen. Ja, super. So schön geschlafen. Fein hast du das gemacht. Ja, ja, die Mama wusste schon gar nicht mehr, was sie machen sollte. Ja, war ja schon fast langweilig. Ja, super. Super, du kleine süße Zuckerschnute. Ja. Bist du die Zuckerschnute? Ja. Ja, bist du, ne? Okay, meine Lieben. Ich muss mal eben hier Display aufklappen, damit ich mich auch sehe. Meine Güte, ich sehe Maus. Egal. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal wieder richtig, richtig gut schlafen. So richtig. Also, ich weiß auch nicht. Wenn die dann manchmal wach wird nachts, dann kann ich einfach nicht einschlafen. Wie das dann so ist, ne? Dann nehme ich mir das Handy, beantworte Kommentare oder so. Und dann, zack, 2 Stunden rum. Ja, gut. Ich wollte mich eigentlich nur noch von diesem Vlog verabschieden, denn wir machen jetzt Abendbrot und jetzt ist Familienzeit. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Ciao.